Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, werte FDP, ich muss zugeben, sowohl Ihre Aktuelle Stunde als auch Ihr Antrag sind die volle Wucht in Tüten. Aber nicht, weil Sie so brillant wären, sondern weil Sie genau die Missstände im ländlichen Raum aufgreifen, die die FDP in den letzten 5 Jahren stets mitverwaltet, aber nie gelöst hat. Sie beantragen eine Aktuelle Stunde, weil der Gemeindebund auf den relativen Wohnungsleerstand im ländlichen Raum hinweist. Ja, darauf hat die AfD-Fraktion, es ist eben angesprochen worden, in Person von meinem damaligen Kollegen Roger Beckham allerdings schon 2019 aufmerksam gemacht. Da beantragten wir, zu untersuchen, inwiefern Behörden und Hochschuleinrichtungen aufs Land verlagert werden können, um die Ballungsgebiete zu entlasten, so wie es die Dänen zum Beispiel machen. Und ich kann mich noch sehr gut an die an den Haaren herbeigezogenen Argumente erinnern, die Sie angeführt haben, nur damit Sie unseren Antrag natürlich ohne eine bessere Idee zu haben ablehnen konnten. Ein Jahr später passierte das Gleiche. Da beantragten wir unter anderem mit den kommunalen Spitzenverbänden zu prüfen, wie man den verfügbaren Wohnungsleerstand im ländlichen Raum nutzen kann. Auch hier gingen Sie nicht mit, obwohl Sie damals in Regierungsverantwortung standen und gute Veränderungen zumindest hätten anstoßen können. Aber Sie waren ja zu sehr damit beschäftigt, die Wirtschaft, die Kultur, auch im ländlichen Raum mit haarsträubenden Pandemiemaßnahmen stillzulegen und nichts, aber auch rein gar nichts gegen die unqualifizierte Massenzuwanderung in unseren Städten zu unternehmen. Und auch das kann ich Ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Rasche, nicht ersparen. Und mein damaliger Kollege Roger Beckham hatte auch hier recht. Ihre Migrationspolitik, auch die der FDP, ist und bleibt ein maßgeblicher Grund dafür, dass wir in Nordrhein-Westfalen diese Wohnungsknappheit haben. Zu Ihrem Antrag. Auch hier hat man beim Lesen das Gefühl, die FDP hätte in ihren Regierungsjahren Gardinen ausgesucht. Den ländlichen Raum stärken wollen Sie. Das hätten Sie aber bereits in der letzten Legislatur machen können, wenn Sie unserem Antrag, die Grunderwerbsteuer zu senken, zugestimmt hätten. Stattdessen haben Sie es damals mitverhindert, ländliche Regionen für junge Familien attraktiver zu machen. Selbst den Breitbandausbau, für den sich die FDP doch immer wieder ausgiebig selbst lobt, ist in vielen ländlichen Gebieten bis heute komplett verschlafen worden. Und heute sprechen Sie von verpassten Chancen, abgehängten Regionen, sogar von maroden Schwimmbädern überall in Nordrhein-Westfalen. Liebe FDP, schönen guten Morgen. Toll, dass Sie jetzt auch mal wach geworden sind. Auf den milliardenschweren Sanierungsstau bei Sportanlagen, auf das Schwimmbadsterben, vor allem auf dem Land, auf immer weniger Kinder, die schwimmen lernen und regelmäßig Sport treiben, auf das Personal, das aufgrund der miesen Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten in andere Berufe abgewandert ist, haben wir mehrfach und immer wieder hingewiesen. Also ja, Sie sprechen ein wichtiges Thema an. Sport und Ehrenamt spielen auf dem Land eine herausragende Rolle. Aber das ist nicht neu. Ebenso wenig neu sind die Herausforderungen. Herausforderungen wie die Verkehrsanbindung, Herausforderungen wie der Ärzte- und Lehrermangel, Herausforderungen wie die Überalterung, die den Mangel im Ehrenamt verstärkt. Und was passiert, wenn keine Ehrenamtler mehr da sind, die das Dorfleben aufrechterhalten? Was passiert, wenn der Supermarkt, der Arzt, die Sportstätte kilometerweit entfernt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen sind und das Internet so langsam ist wie die Landesregierung bei der Umsetzung von erfolgreichen Maßnahmen? Die Menschen ziehen weg. Sie ziehen in die Städte und heizen dort den ohnehin schon überhitzten Wohnungsmarkt weiter an. Besonders die freiwilligen Feuerwehren auf dem Land haben massiv mit der Überalterung und dem daraus resultierenden Personalmangel zu kämpfen. Also, was können wir tun, um die Attraktivität des Ehrenamts zu steigern? Wir, die AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen, fordern die Anhebung des Ehrenamtsfreibetrags, zusätzliche Freistellungsmöglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten und die Anerkennung ehrenamtlicher Leistungen als berufliche Qualifikation. Apropos Ehrenamt. Alle hier versammelten Fraktionen haben unseren Antrag zur Förderung des Feuerwehr-Ehrenamts erst im November abgelehnt. Und jetzt stellt sich die FDP allen Ernstes hier hin und spricht scheinheilig davon, endlich mal was für die freiwilligen Feuerwehren zu tun. Naja, dann fragen wir mal, was denn eigentlich? Ihr Antrag beschränkt sich auf die reine Forderung, 2 von Schwarz-Grün eingestampfte Förderprogramme wieder fortzusetzen. Gut, aber nicht gut genug.
Meine Damen und Herren, die Feuerwehren brauchen neben gutem Personal auch Ausstattung mit modernster Technik. Denn ohne geeignete Ausrüstung lassen sich weder Brände noch Fluten aufhalten. Gerade während der Hochwasserkatastrophe im Juli 2021 wurde das mehr als deutlich. Wir sind gespannt, ob Sie im Ausschuss konkretere Vorschläge zur Lösung der genannten Probleme im ländlichen Raum haben. Große Hoffnung haben wir allerdings keine. Aber der Überweisung stimmen wir selbstverständlich gerne zu. Vielen Dank.